Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir bereits über eine ziemlich heftige Deleted Scene aus dem zweiten Jurassic World Film Fallen Kingdom gesprochen, in welcher Iris, also die Nanny von Maisie, ursprünglich hätte sterben sollen. Das Ganze hätten wir in einem Film gesehen. Ich habe dir das Video gerade mal da oben verlinkt. Kannst du gerne mal nachholen. In diesem Video habe ich auch ein Bild eingefügt gehabt von einem weißen Indoraptor und einem schwarzen Indoraptor. Also den schwarzen kennen wir aus dem fertigen Film. Aber viele von euch haben mich daraufhin gefragt, Moment mal, Tobi, warum ist da ein weißer Indoraptor auf dem Bild und du gehst darauf gerade überhaupt nicht ein. Was hat es mit diesem weißen Indoraptor auf sich? Die Antwort bekommst du hier in dem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, die ganze Geschichte mit dem weißen Indoraptor ist so eine Sache, da müsste man vielleicht ein bisschen weiter hinten ausholen, denn was ihr vielleicht auch nicht wisst ist, dass die gesamte Prozedur rund um die Erschaffung des Designs des Indoraptor, die hat ein bisschen länger gedauert. Tatsächlich hat die um einiges länger gedauert, als das Design vom Indominus Rex damals festzulegen. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass wir eben den Indominus Rex schon hatten und man sich nun überlegt hat, okay, gehen wir nochmal in dieselbe Schiene, also soll der Indoraptor ähnlich aussehen oder genauso aussehen wie der Indominus Rex, nur eben kleiner, sollen wir ihn vielleicht ganz anders aussehen lassen, soll er auch ganz andere Eigenschaften haben. Und deswegen gehen wir hier ganz kurz mal auf die Ursprungsgeschichte des Indoraptor ein. Ich habe hier ein paar Konzeptzeichnungen für euch, die aus einer ganz frühen Phase des Films bestehen. Und die würde ich gerne vorerst mit euch besprechen, damit ihr auch versteht, wie denn die Idee eines weißen Indoraptors dann wirklich zustande gekommen ist. Tatsächlich war das hier mitunter das früheste Konzept, was sich die Entwickler und die Produzenten des Films überlegt hatten. Hier sehen wir jetzt wirklich schon den weißen Indoraptor, wie er eigentlich auch später hätte im Film aussehen sollen. Das Tier scheint hier in diesem Konzept deutlich mehr mitgenommen zu sein als der Indoraptor im fertigen Film. Wir können deutliche Narben erkennen, die dann später eben zu diesen Goldstreifen umgeändert werden. Und auch das Auge scheint blind zu sein. Also das Tier scheint komplett blind zu sein aus bestimmten Gründen. Wenn wir genauer ranzoomen, können wir auch am Auge eine Narbe erkennen. Dieses Konzept war den Entwicklern dann aber irgendwie zu nah am Indominus Rex dran gewesen. Deswegen hat man das Ganze noch einmal umgewandelt und hat sich dann dieses Design hier überlegt. Wo ich sagen muss, das sieht jetzt schon sehr nach Alien aus. Ne? Es ist irgendwie mit so einer durchsichtigen Haut übermalt. Die Farbe sieht auch schon mehr aus wie die eines Menschen, bin ich der Meinung, und weniger wie das Weiß, was wir eben dann auch vom Indominus Rex kennen. Die Narben hat man noch beibehalten, dennoch war man auch mit diesem Design eher unzufrieden, wahrscheinlich weil es dann doch zu sehr nach Alien ausgesehen hätte. Und der Indoraptor, ähnlich wie auch der Indominus Rex, ich weiß, das sind ja erschaffene Kreaturen, die es so nie gegeben hat, aber dennoch sollen die immer noch einen Touch von Dinosaurier mitbringen. Das wäre vielleicht zu sehr Alien gewesen. Deswegen kommen wir jetzt mal zu meinem Favoritendesign tatsächlich, und das wäre das hier gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das so cool finde, aber ich meine, dass dieses Dinosaurier-Design doch eher am ehesten einem Dinosaurier geähnelt hätte. Ich meine, ihr werdet es wissen, ich liebe das Design des Indoraptor in Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Gerade eben dieser Mischmasch aus Schwarz mit diesen goldenen Streifen. Aber das sieht schon sehr nach Designer-Saurier aus, was ja eben auch passt, weil das Tier soll ja auch auf dem Markt dann später verkauft werden. Und je hübscher das Tier aussieht, umso mehr Käufer wird es logischerweise auch bekommen. Allerdings muss ich sagen, dass das Design hier mich am ehesten an einen normalen Dinosaurier erinnert. Wenn dieser Indoraptor so aufgetaucht wäre und wir hätten vorher nicht gewusst, dass es ein Hybrid wäre, hättet ihr dann gewusst, dass das ein Hybrid hätte sein sollen? Ich muss ganz ehrlich sein, ich wahrscheinlich vorerst nicht, weil der doch wirklich einfach aussieht wie ein Tier, was wirklich im Wald lebt. Schreib mir deine Gedanken dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu dem perfekten Design. Perfekt in dem Sinne, dass dieses Design wirklich dazu geführt hat, dass man die kompletten Designs, die ich euch eben gerade vorgestellt habe, wieder verworfen hat. Und das ist das hier. Da muss man jetzt erstmal tief durchatmen, weil es schon sehr seltsam aussieht. Und nein, diese komischen Beulen am Kopf des Tieres sollen keine Pilzverwachsungen sein, wie bei The Last of Us. Das sollten ursprünglich Knochen darstellen. Das Ganze sollte mehr oder weniger in Richtung Rambock gehen, quasi wie bei einem Pachycephalosaurus. Aber hier war dann das Filmstudio eben gewillt zu sagen, nee, also das Ganze sollte zwar Horroraspekte bekommen in dem Film, das wäre aber vielleicht ein bisschen zu heftig. Vor allem sieht das einfach auch irgendwie nicht cool aus. Und da gehe ich vollkommen mit. Das sieht nicht cool aus. Das sieht so ein bisschen, ja, so Resident Evil. Ich liebe Resident Evil, aber die Designs in Resident Evil sind ja meistens auch mehr, ja, bastelt da mal irgendeinen Menschen zusammen und dann verpasst ihm einfach ganz viele Eiterbeulen und irgendwelche komischen Mutationen. Und dann passt das schon. Das wäre das ungefähr gewesen. Das finde ich schon sehr einfallslos. Deswegen hat man die Konzepte erstmal komplett verworfen und ist dann auf dieses Konzept hier umgestiegen.
Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich extrem interessant. Wenn wir mal genau hinschauen, sehen wir nämlich hier, dass der Indoraptor in diesem Konzept einen Kamm auf dem Kopf hat, ähnlich wie der Dilophosaurus. Auch vom Dilophosaurus wissen wir, dass er ursprünglich hätte in Fallen Kingdom einen Auftritt haben sollen. Das heißt, die animatronische Puppe, die wir in Dominion sehen, die gab es ursprünglich schon zu den Dreharbeiten von Jurassic World Fallen Kingdom. Wurde aber eben nie benutzt, wahrscheinlich weil der Film sonst zu überlastet gewesen worden wäre. Aber auch in diesem Konzept hier, was dann schon in einer späteren Phase designt wurde, sehen wir, wie dieser Kamm auf dem Indoraptor noch ein bisschen ausgefeilter wurde und jetzt wirklich stark an den Dilophosaurus erinnert. Es gibt zwar keine genauen Aussagen dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ursprüngliche Plan auch wirklich gewesen ist, den Dilophosaurus mit in die DNS des Indoraptor mit einzubauen. Das heißt, wir hätten hier ein Tier, das bestehen würde aus einem Velociraptor, einem Dilophosaurus und eben noch den Überresten eines Indominus Rex, also wäre auch irgendwie noch ein bisschen T-Rex da mit drin. Das wäre eine ultimative Waffe gewesen. Sehr wahrscheinlich hätte dieser Indoraptor sogar Gift spucken können, wie eben logischerweise auch der Dilophosaurus. Aber auch dafür hat man sich dann letztendlich nicht entschieden und ist dann auf das Design umgesprungen, was wir eben jetzt auch aus dem fertigen Film Jurassic World Fallen Kingdom kennen. Und auch hier hat man wieder sehr viel rumüberlegt, wie man denn den Indoraptor als wirkliches Monster und als Gefahr darstellen kann. Es gab eine Deleted Scene, die wir auch schon besprochen haben, in der der Indoraptor hätte mit einem Totenkopf spielen sollen. Diese Szene wurde dann daraufhin aber wieder verworfen, weil das auch für die Familientauglichkeit dieses Films dann doch eher kontraproduktiv gewesen wäre. Deswegen kam man auf die Idee, ey, wir hatten doch ganz am Anfang so einen weißen Indoraptor. Was wurde denn eigentlich aus dem? Aus Aussagen von Regisseur Colin Trevorrow und eben auch aus bestimmten Drehbuchauszügen wissen wir auch, dass der zweite Indominus Rex hätte schwarz sein sollen. Aus diesem Grund würde es Sinn machen, dass wir auch in Fallen Kingdom hätten einen schwarzen und einen weißen Indoraptor gesehen. Nur hier wäre das Spiel andersrum gewesen. Hier hätte der schwarze Indoraptor eben den weißen Indoraptor getötet. Es wird in ganz frühen Skriptauszügen auch darauf hingewiesen, dass der weiße Indoraptor hätte weiblich sein sollen. Damit sind sie sich auch irgendwie treu geblieben mit diesen alle Saurier, die irgendwie weiß sind, sind die weiblichen Varianten, die Velociraptoren. Das ist auch bei den Atrocitus Raptoren so, Ghost ist die weibliche Anführerin dieses gesamten Squads und eben jetzt hier auch bei den Indoraptoren wäre eben auch dann die weiße Variante die weibliche gewesen. Wir hätten ursprünglich beide Varianten sehen sollen und der Schwarze hätte dann aber den Weißen letztendlich umgebracht. Der Hintergrundgedanke für diesen Auftritt hätte sein sollen, dass wir einen weißen Indoraptor sehen, der eben sehr stark an den Indominus Rex erinnert und dann taucht dann irgendwann die neue Kreatur auf mit diesem schwarz-goldenen Muster und tötet dann eben quasi den alten Indoraptor. Der eben an den Indominus Rex erinnert. Das sollte so einen Effekt haben wie in Jurassic Park 3, als der Spinosaurus dann den T-Rex getötet hat, um zu zeigen, ich bin jetzt hier der große neue Big Boss. Das hat man nicht eingeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Grund dafür einfach war, dass das ein bisschen plakativ gewesen wäre. Und da könnte man jetzt meinen, ja, das wäre auch vielleicht Verschwendung gewesen, wenn man einfach einen weißen Indoraptor einführt, den sieht man dann aber nur ganz kurz und dann wird er aber schon getötet. Das hätte aber tatsächlich eine sehr intensive Botschaft mit sich gebracht. Wir sehen ja in Jurassic World, beziehungsweise sehen wir es nicht, weil wir hören ja in Jurassic World, dass der Indominus Rex sein Geschwisterchen umgebracht hat und es gefressen hat. Auch in Jurassic World Camp Cretaceous, der Animationsserie, sehen wir auch, dass die beiden Scorpius Rex nicht wirklich klar miteinander kommen. Und jetzt hier hätten wir den Fakt, dass auch die beiden Indoraptoren sich nicht unbedingt ausstehen könnten. Das sollte diesen Monsteranteil in diesen Hybriden deutlich hervorheben, dass man eben ganz klar sieht, diese Hybriden akzeptieren kein Wesen, das genauso ist wie sie. Die sehen sich ja selber so als die Spitze der Nahrungskette. Ich meine, gut, der Indominus Rex findet das Ganze in Jurassic World noch heraus. Der Indoraptor ist da ein bisschen cleverer. Ich meine, er grinst auch in die Kamera, er verarscht diesen einen Soldaten. Er würde wissen, dass er an der Spitze der Nahrungskette steht und würde eben einfach keinen Rivalen dulden, auch wenn es dabei quasi das Schwesterchen ist. Das ist im Endeffekt die gesamte Geschichte hinter dem weißen Indoraptor. Der sollte ursprünglich dafür da sein, um uns eben zu zeigen, was für ein Monster der schwarze Indoraptor doch ist. Hätte ich das gern gesehen, irgendwo hätte ich einen weißen Indoraptor dann doch ganz gerne gesehen. Allerdings haben wir es eben gerade besprochen, der hätte jetzt nicht allzu viel Auswirkungen auf den fertigen Film gehabt. Deswegen bin ich der Meinung, das ist eigentlich cool so, wie es gewesen ist. Und den weißen Indoraptor könnt ihr euch auch noch angucken, wenn ihr einfach den Mod im Spiel Jurassic World Evolution 2 aktiviert, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt ist wie immer deine Meinung gefragt. Sagst du, doch, ich hätte das echt gerne gesehen, weil das auch wirklich mal gezeigt hätte, wie bösartig der Indoraptor doch wirklich ist, also der schwarze Indoraptor, den wir später auch im fertigen Film sehen. Oder gehst du da komplett mit mir d'accord und sagst, nö, haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Wäre vielleicht nett gewesen in so einer Extended-Version, die wir aber auch nicht bekommen, weil die Szenen mit dem weißen Indoraptor eben auch nie gedreht wurden. Schreib mir auf jeden Fall alle deine Gedanken zu dem Thema in die Kommentare und da würde ich sagen, bin ich raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.